Hallo YouTubers und herzlich willkommen bei Kicking into Kickstarter. So habe ich das jetzt mal genannt, das Format, mich entschlossen. Wie Folge 1 ankam, weiß ich nicht, weil das ist Folge 2 nämlich direkt im Anschluss auf. Folge 1 lädt gerade hoch. Und da habe ich mir gedacht, komm, wir schauen mal rein. Die nächsten paar Projekte, was gibt es denn diesmal? Ein bisschen kritischer war ich und ich muss auch sagen, mal mehr, mal weniger verdient, weiß ich nicht, könnt ihr in den Kommentaren beeinflussen. Wenn ihr meint, ich bin mit einem Spiel zu hart umgegangen, wie dieses tolle Zahnarztspiel. Ja, schreibt es einfach mal rein in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich muss mich entschuldigen beim ersten Mal für die Tonaufnahme, für die Trailer, die kamen nicht gut rüber. Das ist jetzt beim zweiten Mal behoben. Ja, schauen wir rein. Teil 1, Colony Ship 4, Survivors. Tactical Turn-Based Combat with RPG-Style Character Progression, Weapon Research and Customization, Right Open World Campaign. Taktisches, rundenbasiertes RPG-Style Character, Waffenforschung und Customisierung und variierte Open World Kampagne. Naja. Noch 23 Tage verbleiben und die wollen 35.000 kanadische Dollar. Schon wieder diese Kanadier. Naja, bei 23.000 Euro haben wir, 82 haben sie eingenommen. Bei 5 Unterstützern ist das jetzt nicht die Welt, da werden sie noch einige Tausend brauchen. 100.000 brauchen oder so. Mindestbeitrag, get a copy. 20, okay. 20, also um das Spiel zu kriegen, wir schauen mal rein. Thanks for checking out my project, Colony Ship 4 Survivors. It's a fusion of tactical turn-based action, role-playing elements, and a grand strategic campaign. The story follows the crew of Colony Ship 4 after it crash lands on a strange planet, light years from Earth. With no hope of help from home, your mission will be to lead your survivors as you find and rescue more crew, secure materials for production and research, explore the world and the mysteries it has to offer, and ultimately escape. Unless you find one of the other ways to victory. I'm really happy with the AI. It doesn't just stand around waiting for you to come to it. The AI battlefield commander assesses the situation around the map, securing important points before it sends out patrols to find you. Because of that, you won't have infinite time to complete a mission, even though there'll be no timer. Individually, each AI analyzes the situation around them, trying to find cover, flank you, maybe flee. Each of them decide whether to hold, push forward, or fall back based on their own evaluation of the battlefield around them. The campaign will be set on a strange planet that you quickly discover is a sort of prison planet, populated by political dissenters and also a mishmash of criminal scum. You'll need to interact and build relations with the different settlements that have formed on the planet in order to secure supplies and recruit non-crew characters. Alternatively, you can try to take over these settlements, and then you can recruit a different brand of non-crew character. The galaxy behind the planet you land on is controlled by a... Okay, das reicht mir jetzt. Wir müssen nicht die restlichen drei Details noch mitgucken. 23 Tage verbleiben und ihr wollt noch drei, pro Tag 1000... nee, keine Chance. Glaube ich nicht dran. Warum? Dieses Spiel ist so eine Art Kolonie, Planetenbesiedlung, Command and Conquer mit XCOM-Elementen. Man sieht es, ein Entwickler quasi, Wyatt T. Courtney. Erstes Projekt sehr ambitioniert, kriegst du niemals das Geld, vergiss es.
Da hast du dich ein bisschen verspielt, da hättest du es anders angehen müssen. Wir gucken nochmal kurz am Anfang, das sind alles so Grafiken, die würden die meisten sofort abschrecken. Das sieht aus wie billigste Flash, irgendwas, Animation, ne? Irgendwo was zusammengenommen und aus anderem Spielprinzip was geklaut. Und als er da angefangen hat, über die AI, über die künstliche Intelligenz zu reden, ja, das ist normal, dass bestimmte Punkte eingenommen werden oder nicht. Und wenn jede KI sich einzeln, wenn jede kleine Figur sich einzeln bewegt, heißt das, dass es auch keine Gruppen, keine Squads gibt, die sich gemeinschaftlich bewegen oder so. Vielleicht nicht unbedingt, vielleicht hat er sich bloß unglücklich ausgedrückt. Sorry, nee, ja, quasi vier Unterstützer, die 82 Euro eingespielt haben, viel mehr wird er nicht kriegen. Wie das hinhaut, weiß ich auch nicht so ganz. Ne? 60, das müssen ja mindestens 120 schon sein, aber naja, gut. Kein Kommentar. Ah, nee, ist ja ein Euro, Entschuldigung. Dann haut's hin. Also 13 Euro für ein Spiel, das. Pardon, quasi so aussieht wie. Für 13 Euro kriegt man mittlerweile XCOM. Nee, sorry, da. Es ist einfach vergleichsweise eine ambitionierte Idee. Ich ahne, dass da was dahinter steckt, dass er sich was Gutes überlegt hat mit Planeten und. Aber ob sowas wie Waffenkustomisierung jetzt notwendig ist in der Stelle oder. Ich glaube nicht. Das sieht an sich, ne, grafisch müsste man überarbeiten, aber ganz ehrlich, wenn das Spiel erstmal eine Basisversion haben muss, die verkauft werden kann, damit dann noch. Und so, ne? Da helfen ja alle Artbooks und Name im Game und was ich, Name in Credits as Content ist jetzt auch für 150, also ein bisschen peinlich. 250, damit man eine Waffe im Spiel entwickeln, die wahrscheinlich nach null aussieht bei der Grafik. Ganz ehrlich, da gibt keiner. 2500 ist ein Witz. Also, da will einer viel Geld mit haben, damit er das noch ganz, ganz lange entwickeln kann, kann ich verstehen. Aber da wird er sich überlegen müssen, wie er das in seiner Freizeit macht. Der will Vollzeit dran arbeiten, gehe ich mal von aus. Will dafür Geld einnehmen. Alles moralisch verständlich, aber ich glaube nicht dran, sorry. Und diese XCOM-Animationen, Zwischensequenzen, ganz schön gemacht, aber. Also, wenn ich das ganze Spiel in diesem rot-grauen Schleier hätte, mit diesen Grafiken, die ich schon 1998 nicht ausstehen konnte, dieses Gelb auf irgendwelchen halben transparenten Hintergründen. Du müsstest dich weiterentwickeln, junger Freund. Sorry, nee. Da wird sich einer schon Gedanken gemacht haben und dann Business Administration, dann solltest du eigentlich mehr davon verstehen. Sorry. Again, Coding, Graphic Design, wo hast du das her eigentlich? Wenn du Business Administration machst, could make the game ahead always team. First Tools, Unity, Blender, and Visual Studio. Ja, nach 3 Jahren hast du offensichtlich noch nie die Erfahrung dafür. Du willst kein DRM und so weiter. Könntest du dir auch gar nicht leisten, nur mal so nebenbei. Kopierschutzmaßnahmen sind teuer und brauchen Spezialisten. Sorry, aber ich glaube nicht, dass der jetzt jeden Tag noch 1000 Euro einnimmt. Die Idee dahinter, okay, aber die grafische Umsetzung, und das ist bei solchen Spielen immer rudimentär, schreckt ab. Dann hätte man das wirklich pixeliger, als 2D-Pixel oder so, hättest du mehr Chancen gehabt. Kleineres, auf kleinerer Basis, du willst ein 3D-Spiel machen, alleine schaffst du nicht. Punkt. Das nimmt dir auch, ich glaube auch nicht, dass die meisten, die halbwegs was von Spielen verstehen, das abkaufen, dass das einer schafft. Dann hättest du eine, pardon, eine fertige Plug-in-Engine, was auch immer, für entweder rundenbasierte oder 3D-Spiele. Aber beides mischen, um XCOM rauszukriegen und so weiter. Es ist einfach zu viel, was er sich vornimmt. Und bis November 2018 will er dann ein fertiges Spiel, selbst als Early Access kriegst du das nicht raus. Ich sag nein. Sorry. Würde ich auch kein Geld für ausgeben. Chancenlos, weil das, ne, so. Man sieht so eine Mischung von allem etwas und da ein Asset und da ein Asset. Es fehlt aber die Basisstruktur. Man muss wirklich beim Videospiel entwickeln darauf achten, dass man etwas hat, das man machen will. Ne? Und das macht man dann aber auch. Da haben wir in der letzten Folge wesentlich bessere Beispiele gehabt. Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen nicht konsistent. Ne? Man hat was und dann fügt man da noch was und vergleicht jetzt mal so ein Projekt, bei dem man irgendwie Assets aus der und da noch was in irgendwelchen Marketplaces rausnimmt und mit zum Beispiel Stardew Valley. Stardew Valley ist ein komplett rundes Spiel für sich. Das war ein absoluter Erfolg. Das hier wird niemals sowas sein. Sorry. Ja. Nicht wirklich die Zeit wert, die wir jetzt damit verbraucht haben. Nächste. Heroes of Tenefir. A cooperative deck building game for 1 to 4 players with partial luck elements and a different approach to deck building. Holländer. 21 Tage verbleibend. 5500 wollten sie erreichen. 16.000 haben sie. Bei 590 Unterstützern. Das ist eine reichliche Summe. Und hier, all the gossip interessiert mich nicht. Copy für also 17 Euro für das Spiel, wir gucken mal rein. Das, also die haben es offensichtlich schon geschafft. Tabletop-Spiel, man sieht's, ne? Der hat seine 16.000, der wollte 5.000 haben. Colony Ship wollte 23.000, hat 82, man ahnt schon warum.
Ne, irgendeine Unity-Engine gerade zusammen und ein paar Assets reinzauen, ist zu wenig, sorry. Und die haben noch 21 Tage, wir schauen mal rein. Come, get around and hear the tale of Village Tenafir. It seems peaceful in a valley fair, but nay, travelers beware. Dungeons litter mountains all around, where nasty mon- Stop. Hinweis für Kickstarter. Diesen RPG-Tonfall und Altenglisch und so weiter, alles schön und gut, aber dann sollte man das halbwegs beherrschen. Ich kann es nicht, dann lasst es von Avak synchronisieren oder so, der kann das, der spricht Walisisch. Ganz ehrlich, das ist jetzt eher zum Fremdschämen, wenn man so zuhört. Und dann auch noch mit der Soundaufnahme, wo ich merke, da hätte man vielleicht mal rausfiltern oder so. Ja, wollte ich bloß mal anmerken. Monsters can be found, and things will soon get worse. Upon the valley lays this curse. In every season of the year, a much greater evil draws near to the village of Tenafir. But hope remains in a beacon of light. There arrive four heroes of great might. A cleric with skill of healing. A thief with mind on stealing. A barbarian none stronger than she. A bard with stealth. That's me. We go forth without fear. The heroes of Tenafir. Der hat 305% eingenommen. Der Trailer selber sagt mir absolut nichts über das Spiel aus. Es ist ein Tabletop-Spiel. Das ist ein Teaser-Trailer für worum geht's hier, Story oder wie auch immer, aber wenn das das erste Video ist, das ich zu einem Spiel sehe und dann soll ich jetzt entscheiden, spontan ja oder nein oder springe ich zum nächsten? Ich würde jetzt zum nächsten gehen, danke. Tabletop-Spiele sind immer populär, wenn man halbwegs Ahnung davon hat. Broken Mill, erstes Projekt. Gucken wir mal rein, was wir jetzt wirklich über das Spiel lernen können. Das ist schon mal erster Kritikpunkt. Ich schaue übrigens grundsätzlich nicht in die FAQs oder so mit euch rein oder Updates. So, what's in the box? Four Hero Cards. Okay, nur vier Helden ist für den Anfang ein bisschen wenig, aber irgendwo fängt ja jeder an. Four Skill Cards. Mhm. 70 Dungeon Cards. Jetzt fängt es an, interessanter zu werden. Sieht vom ersten Blick her auch nicht schlecht aus. 16 Boss Karten. Okay, Reward Cards gibt es auch. 48 Basic Cards. Boss Token, Starting Player Token, Current Dungeon Token, Rulebook. Boss Track. Aha, Card Quality. Black Core with Lion Finch, okay, Millimeter, ja. Carcassonne Century, Spice, oh, ja. Scheint also relativ stabil zu sein. Choose a Dungeon together, fight the top enemy, draw a card. Also es ist wirklich so ein Tabletop, man legt sich sein Spiel zurecht, ich will jetzt folgenden Gegner besiegen und jetzt gucken wir mal und dann, was für Karten wir haben und wie es weitergeht, ja. Jetzt müsste man eigentlich diese YouTube-Videos haben, gibt es wieder Ärger für Reviews und so weiter. Wahrscheinlich sogar ganz nett. Irgendwann wird Quill 18 und Co. sich darum widmen oder hat es vielleicht schon. Ja, ich habe jetzt nie so richtig das Gefühl, dass ich wüsste, was das für ein Spiel ist. Aber ich kriege genau Infos, wie viel mich eine Version in China mal Karo kostet. Auch nicht uninteressant. Deutsch aus beteiligt. Aha, Environment Landscapes. Fantasy Worlds and Sceneries. Dann wissen wir, von wem die Hintergründe stammen. Okay. Gesamte Artwork ist dann. Das ist gut zu wissen. Manufacturers ausgewählt. Logistik ausgewählt. Gefährlich simpel. Ja, okay. Gibt ja keine Risiken, die haben sie schon, aber ich müsste jetzt 17 Euro dafür ausgeben, um ein paar Karten für einen Lauf entlang, ziehe eine Karte, was auch immer. Ganz ehrlich, ich würde das wahrscheinlich nicht mehr als ein, zweimal spielen. 60 Minutes, aha. Ja, so einmal und nie wieder und da wären mir 17 Euro einfach zu schade für, bin ich ganz ehrlich. Wäre ich Millionär, wahrscheinlich aus Spaß und der Freude oder um Verpackung in irgendeinem Schrank zu haben, wenn ich so ein Nerd bin. Bin ich persönlich nicht, weiß nicht, wie euch geht. Erfolgreich ist es schon. Ich, nö, würde ich sagen, gibt's Interessanteres, was ich, ja,
Weil auch wenn ich so ein Nerd wäre, der gerne mit den Karten mit anderen spielt, kann man sich ja vorstellen, das einfach mal zu machen. Das ist Spaß und eine Freude. Man muss ja nicht eine große Leidenschaft dafür haben, aber dann doch lieber eine Runde Yu-Gi-Oh! Gepflegt oder so, ganz ehrlich. Nee, es ist nicht meins. Schreibt's in die Kommentare, was ihr davon haltet. Nächste. Last Days of Ato Prä. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich jetzt schon vergeudet? 15 Minuten, ja, dann können wir noch ein, zwei machen. A strategy resource gathering game where planet falls to pieces beneath your feet and the first to build a ship and escape wins. Klingt nach RimWorld in 3D. Vom ersten Anblick. 39 Unterstützer haben wir schon, 29 Tage verbleiben. Die wollen 25.000 einnehmen, 2.500 haben sie schon. Klingt so, als ob tatsächlich Leute bereit wären, Geld dafür auszugeben, wenn man mal die Zahlen nimmt. Wir schauen mal rein. Das Interessanteres, was ich, ja. Weil auch wenn ich so ein Nerd wäre, der gerne mit den Karten mit anderen spielt, kann man sich ja vorstellen, das einfach mal zu machen. Das ist Spaß und eine Freude. Man muss ja nicht eine große Leidenschaft dafür haben, aber dann doch lieber eine Runde Yu-Gi-Oh! Gepflegt oder so, ganz ehrlich. Nee, es ist nicht meins. Schreibt's in die Kommentare, was ihr davon haltet. Nächste. Last Days of Ato Prä. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich jetzt schon vergeudet? 15 Minuten, ja, dann können wir noch ein, zwei machen. A strategy resource gathering game where planet falls to pieces beneath your feet and the first to build a ship and escape wins. Klingt nach RimWorld in 3D. Vom ersten Anblick. 39 Unterstützer haben wir schon, 29 Tage verbleiben. Die wollen 25.000 einnehmen, 2.500 haben sie schon. Klingt so, als ob tatsächlich Leute bereit wären, Geld dafür auszugeben, wenn man mal die Zahlen nimmt. Wir schauen mal rein. Der Titel, das er rausbringt, ist ein Science-Fiction-Tabletop. Das ist vielleicht ein bisschen ja, Namenssache. Okay. Mindestbetrag von 59 US-Dollar für das Base-Game. Ohne Shipping. Versand nur bestimmte Länder. Eieieiei. Die gehen aber nicht gerade in die Triva in Los Angeles. Schöne Artworks, ja, okay. Und das ist das eigentliche Spiel. Über das wir noch nichts wissen, das müssen wir nämlich erst nachlesen. Der Trailer hat nämlich wieder nichts über das Spiel verraten, gar nichts. Also, ja, zu einer Art Siedler von Catan mit Weltraum und... Ja, ja, bestimmt alles unglaublich schön. The Qualics are renowned scientific thinkers who have developed in the scientific ja, das, method of the defining. Das ganz tolle Story drumherum entwickelt, aber noch nichts über das Spiel gesagt. Gucken wir mal. A fearsome warrior for expanding. Ja, wir kriegen immer noch nichts über das Spiel gesagt. Und das wird dasselbe sein und dann die ganzen 12 Millionen Völker und wir kriegen ganz, ganz viel Story. How to play. Jetzt kommen wir zum interessanten Wort. Each city has a unique deck of cards inclusive. Sorry. Technology, bla 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 in rounds. Ja, das ist klar. Dann noch the rulebook. Mhm. Jetzt müsste ich mir von jemand anderem in ein YouTube-Video reinschauen, um zu wissen, wie man das Spiel spielt. Ist vielleicht nicht die optimale Eigenwerbung, um es mal höflich auszudrücken. Tabletop mit ganz, ganz viel Zusatzbehör. Ne, das, man muss sich also Zeit dafür nehmen, das ist klar. Man muss es lernen. Wie schnell oder langsam man das lernt, müsste ich jetzt in dem YouTube-Video nachschauen. Ist schon mal ein Nachteil. Weil wenn ich jetzt auf Kickstarter mir... Ich habe gerade 10, 15 verschiedene Kickstarter-Kampagnen geöffnet in dem Browser. Ich würde jetzt schon wegspringen zum nächsten, wenn ich mir überlegen wollte, ich würde jetzt unbedingt 5 bis 10 Euro oder so mal ausgeben. Gut. Ob ich reich bin oder nicht, ist egal. Ich würde mir so oder so, ich bin der Mensch, ich würde mir jetzt erstmal überlegen, was ich da haben will und genauer anschauen, aber also würde ich mir auch das YouTube-Video anschauen. Aber, umfangreich, ja, das ist ein Pluspunkt bei mir. Komplex, weiß ich nicht. Schwierig oder nicht, kann ich nichts so sagen. Resource-Cubes ist interessant. 8 six-sided dice, one random resource, ja, also die Würfel habe ich auch selber, so, also ganz ehrlich. Der random resource die ist schon interessanter. Quad folding board, könnte man vielleicht sogar in mehreren Formen als nur diesem rot-schwarzen Hintergrund machen. Was übrigens für die bunten Dinger nicht unbedingt so optimal ist, ne, dann die mal einen hellen Hintergrund. Ace Game 59 ist happig. Ganz ehrlich, also wenn ich in den Laden gehe und
Brettspiele mir angucke, die kosten mittlerweile ein Vermögen. Ich weiß gar nicht wieso. Aber selbst da kriege ich die teuerste neue Monopoly schon, wenn es nicht gerade irgendein Star Wars oder so Merchandising ist, Franchise, dann auch schon für 30, 40 Euro. Weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Kickstarter-Kampagne von 59, da erwarte ich eigentlich, dass ich was Günstiges kriege oder was, was mich umhaut. Ja, Stretch Goals, gab es denn welche? Ja, hier unten. Collectors Wooden Box, also ich zahle die 300 um. Oder? Versteht ihr, was ist? Ja, ist bestimmt ganz schön, aber muss man viel Geld für haben. Das ist wirklich nur was für Nerds, die das unbedingt haben wollen. City Unique Events, warum gibt es das nicht jetzt schon? City Unique Technology, ja, zumal ich immer noch nicht weiß, wie man das Spiel spielt. Aber schön, dass andere mir das erklären. Und ich viel über das Team noch kurz, also Shipping. China-friendly, EU-friendly, aha, naja, wenn ihr das sagt. 19 Euro für die Ich soll also 59 plus 19, jetzt wird es langsam ein bisschen viel. Ich vermute mal, die schaffen ihr Ziel, weil in den USA genug Leute das haben wollen oder so, ältere. Bis zum 1. November haben sie noch Zeit, also. Ja. Haben wir hier irgendwo nochmal das Bild vom eigentlichen Spiel? Das war jetzt das Spiel, ne, diese 3 Sekunden hier. Nee, würde ich mir nicht zulegen. Ist mir schlicht und ergreifend, also 60, 70, 80 Euro mit Versand. Ganz ehrlich, Siedler von Catan kriege ich im Laden um die Ecke für 15 Euro oder so. Das Sci-Fi-mäßig, ich erkenne hier auch irgendeine, soll das jetzt Sci-Fi sein, weil hier ist ein Vulkan, hier ist eine Höhle, Dschungel und Wüste. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen beim Science-Fiction-Spiel. Ist da jetzt eine City dabei oder nicht? Oder sind das nur die Events, die Cities? Und dann das, von mir gibt's noch einen Daumen runter für, ganz ehrlich. Sorry, wenn ich es geschenkt bekomme, würde ich es mir anschauen, aber ich würde dafür kein Geld ausgeben. Kommen wir zum... Ja, jetzt sind wir schon bei... Uiui, schon 22 Minuten. Machen wir noch eins? Oh Gott, ich sehe schon, was das letzte ist. Harem Wars Card Games. 1100 wollten sie einnehmen, 5400 haben sie schon. Bei 84 Unterstützern, ich verkneife mir jeden Kommentar, 27 Tage verbleibend. Build your own Harem, this anime-inspired card game, including 300 original illustrated cards. Ich schätze mal, ich muss jetzt gleich filtern hier, oder? Ja, das ist kein Trailer. Northampton, UK, das überrascht mich nicht. Darker Studios LT, Ja. Und willkommen, ich bin sehr froh, dass das kinderfreundlich ist bei Kickstarter, danke. Wir können alle mal raten, warum das sich verkauft. Expansion, hier gibt's das, ab 30 Pfund kriegt man dann das Spiel. Art und Nude Set, ich nehme mal an, deswegen 20 Unterstützer bei dem. Das Spiel wollen immerhin schon 3. Die Nude Sets wollen 20. Ich frage gar nicht erst, warum, man ahnt es schon. Und dann ganz viel von, müssen wir da jetzt lange drüber reden oder reicht das, wenn ich gleich unmittelbar sage, habt ihr sie eigentlich noch alle? Ich bin noch nicht komplett bescheuert. Genau. Wir alle wissen, wer sowas kauft. Nein, ich nicht. Schreib's in die Kommentare. Ich kommentiere das gar nicht. Ich bin ganz froh, dass es... Vor allem, es soll ein Kartenspiel sein. Kriege ich auch was über das Kartenspiel gesagt, weil hier ist nirgendwo was zu erkennen. Gibt's vielleicht ein Review oder so, dass man... Nein, ich bin sehr überrascht, dass es kein Review davon gibt. Wahrscheinlich seit 1. Oktober oder so raus, seit 2 Tagen. Ich bin geneigt, jetzt in die Kommentare mal zu gehen, zur Abwechslung. Ja, das trifft's. Ihr habt jetzt schon, wie wär's, wenn ihr das jetzt reinnimmt, falls es da überhaupt, es gibt, ich glaube nicht, dass es da überhaupt ein Spiel gibt oder Regeln.
Ja, das. Ernest Ferrer Alvarez. Ja. Few minutes after starting almost. Ja, da brauchen wir nicht lange überlegen. Warum? Nee. Auf keinen Fall. Ich würde nicht mal einen einzigen Cent für diesen Quatsch ausgeben. Ganz ehrlich. Dann ist mir Colony Ship Survivors noch lieber. Bei dem hier weiß ich nicht, ob ich das haben wollte. Bei dem verstehe ich den Hintergrund nicht. Also viermal, wo ich heute sagen würde, nein, wenn man es mir schenkt, vielleicht. Dasselbe hier, auf keinen Fall. Noch nicht mal geschenkt will ich das an den Rotz. Also, m-m. Ja, was haltet ihr von diesen Spielen? Schreibt es in die Kommentare und wir schauen uns in der nächsten Folge an, was wir von den nächsten halten. Ich bin schon sehr gespannt, was das soll. Oh Mann. Bis dann, Xane.